So, jetzt geht's nun zum dritten Part meines Let's Plays. Weiter, und zwar, hier das Gehege muss ja noch ein Zauntor rein. Ich habe hier drei Zäune, die sind alle zu viel. Also muss ich hier drei Zäune reinpacken. Aber das kann ich auch noch einen Ton packen, brauche ich jetzt im Moment auch nicht. Eichenholzbretter, die brauche ich hier und. Und hier kommen Stöcker rein. Da nehme ich ein Zauntor und eine Hacke muss ich auch noch machen. Habe ich jetzt einen Stein zu wenig. Also erstmal eine Hacke gleich noch machen. Da kommt erstmal ein Zauntor rein. Und jetzt muss ich jetzt noch ein bisschen wieder graben. Ich sag mal, ich mach mal diese Steinspitzhacke aufbrauchen. Lava sehen dann hier. Sind ganz in der Nähe die Lava. Habe ich noch Fackeln? Nee, habe ich leider nicht mehr. Also muss ich jetzt sowieso hoch. Brauche neue Fackeln und. Ja, Kohle habe ich ja noch, aber ich brauche ja die Steine. Machen. Steine brauchen wir noch. Ich wollte ja noch eine Hacke machen, damit ich da oben das erstmal bearbeiten kann. Und Eisenerz habe ich ja auch schon verbrannt. Wenn ich das noch nicht, wenn ich das schon getan habe. Hier sind 15 Eisenbahnen. Die Truhe kann ich jetzt erstmal. Das brauche ich im Moment nicht. Brauche ich im Moment auch nicht. Aber die Steine habe ich jetzt erstmal. Eine Steinhacke und ich brauche noch einen Eimer. Und am besten noch eine Eisenspitzhacke. Damit ich gleich wieder nach unten in die Mine gehe. Und jetzt von hier in einmal Wasser hier. Loch eingraben. Das ist jetzt das Ackerland werden lassen. Samen habe ich welche noch? Ne, mit keine. Aber ich kann das hier schon mal. Aber die restlichen Waren brauche ich nicht mehr. Was brauche ich denn noch nicht mehr? Das brauche ich mit auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Was habe ich denn hier im Ofen? Habe ich nichts drin. Das wollte ich gerade noch holen. Samen. Habe ich ja jetzt gerade rein. Also muss ich jetzt noch ein paar sammeln. Ein paar Samen sammeln. Weil im Moment muss ich jetzt mal die ersten Tage auf Tiefpol spielen. Jetzt haben wir also ausgebrochen. In mein Haus herum. Ich werde demnächst würde ich das hier mal erweitern, das Haus. Aber die Mine im Haus drin. Und ich kann später, wenn ich die Mobs einhalte. Damit ich das dann nicht mehr habe. Okay, was ich. Ich habe mich jetzt schon ausgerollt, dass ich den Mob machen kann, aber. Aber die ersten paar Tage werde ich nicht mehr haben. Das wird langsam mal reichen. So wenig Nahrung auf. 10 Stück habe ich im Moment. Stück hier wachsen lassen. 10 Stück. Oder noch mehr, die Lust darauf.
gehen wir hier noch vielleicht eine größere Farm bauen. Vielleicht mache ich hier mal eine größere Getreidefarm. Das hier nur zu Beginn. Das kann ich nämlich sonst später nämlich als Gehege machen. Und dann fehlt dann nicht, dass ich dann nochmal als Gehege umbauen. Das ist schön, alles wegmachen, damit ich den Samen habe. Das einmal komplett pflanzen kann. Da liegen auch schon wieder Setzlinge drin. Aber ich habe ein Haus direkt an einem Lavasee. Aber es ist weit genug weg von Lava gebaut. Von der Lava gebaut, das ist echt droht abzufackeln. Nein, das ist klar, habe ich jetzt schon wieder. Die blauen Orchideen, ich nicht. Das müsste jetzt erstmal reichen, dass ich in die gleiche Linie gehen kann. Hier erstmal wieder rein und wieder die 26 Samen hier habe ich. Wird wahrscheinlich, wird das reichen? Einer wird übrig. Einer bleibt übrig, dann kann ich schon mal. Einer bleibt übrig, habe ich noch Orchideen. Und dann brauche ich dieses Eichenholz im Moment noch nicht. Ich habe nämlich sowieso hier Holz. Und jetzt habe ich jetzt mal. Ich würde am besten noch eine weitere Steinspitzhacke machen wollen. Und dann. Dann, nee, die Pilze kommen weg. Die Setzlinge kommen weg. Und Fackeln habe ich jetzt auch erstmal wieder 48 Stück. Aber dauert dieser Part noch etwa 4 Minuten. Dann werde ich die Aufnahme beenden. Und ich höre jetzt gerade einen Lavasee. Und die Spitzhacke ist kaputt. Kein Problem, ich habe noch mehr. Welche Höhe bin ich jetzt bei 28? Ich werde bis auf Höhe 12 runtergraben. Also es dauert noch ein bisschen, dann bin ich bei Höhe 12. Erde, ich habe ja eine Schaufel dabei. Los, weiter abbauen. So, jetzt 16, da sind noch 4. Vier Höhen. Lacke. Noch ein. Und jetzt bin ich bei Höhe 12 angekommen. Werde ich erstmal hier einen kleinen Raum bauen. Soll 5. Der soll hier 5 Blöcke hoch werden. Und dann so ein paar Blöcke hier zur Seite gehen. Dann grabe ich hier dann ein paar Gänge rein, damit ich hier Rohstoffe kriege und auch eine Menge Steine. Hier zum Beispiel hier ein Loch. Das war das Muster, kann ich mir nochmal
jetzt mal kriege ich auch eine Menge Steine. Also erstmal hier, ich muss jetzt zeigen, wo ich, dass ich folge. Und zwar das Muster geht hier weiter. Hier weiter ein Block. Das werde ich dann 3-4 Mal in die Richtung fortsetzen. Dass hier ein schön großer zentraler Raum entsteht. Sieht dann so aus. Das ist hier dieses Muster, was entsteht. Also noch eine Minute habe ich Zeit. Kann ich hier in der Minute noch ein bisschen abgraben. Also diese Blöcke hier noch weg. Und danach werde ich diesen Part beenden. Und zwar jetzt.